Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader, ich bin privater Trader und Investor. So, zuerst schauen wir uns heute das Währungspaar Euro zum Schweizer Franken an, weil das sich hier eventuell an einem interessanten Unterstützungsbereich befinden könnte. Wir sind hier schon einmal in der Vergangenheit 2016, 2017 in diesem Bereich hingelaufen. Und ich beobachte jetzt mal auf Tagesbasis hier ein Umkehrsignal, wo man dann eventuell, wenn ich dann auch zufällig gerade am PC bin, einen Long Trade starten könnte. Natürlich muss einem klar sein, die Abwärtsbewegung ist hier eindeutig auf der Short-Seite zu suchen, aber aufgrund dieses Unterstützungsbereichs könnte man hier mal doch für kurze Zeit von einem Long partizipieren. So heißt richtig. Wir schauen uns jetzt hier den Xetra Linienchart an. Heute haben wir natürlich wieder was Historisches geschaffen. Der DAX hat auf dem höchsten Niveau aller Zeiten per Tagesschlusskurs geschlossen. Aktuell bei 13.783. Wir sind noch 5 Minuten vor der Schlussabrechnung. Da sehen wir dann hier, wo er dann letztendlich genau raus ist. Was wir hier jetzt aber machen können, ist einen Short hochzulegen in den Bereich 13.744. Dort können wir die Short-Position anlegen. Und hier dann eventuell zur Unterseite hin handeln, wenn wir hier dann eingestoppt werden. Also das ist jetzt doch für die kommenden Tage oder für morgen ein interessanter Bereich. Wir gehen hier rein in den Xetra Eintageschart und auch hier sieht man neues Allzeithoch. Der DAX ist hier im mega bullischen Bereich im CCI. Also hier kann man weiter davon ausgehen, dass wir hier sukzessive Bewegungen zur Oberseite sehen könnten. Nachdem wir hier ja auch noch nicht die A, B, C, D zur Oberseite hin abgeschlossen haben, deren Zielbereich bei 13.889 liegt. Das ist jetzt einmal so der erste Bereich und der heutige Handelstag, ja, da war jetzt nicht viel los. Der DAX hat hier eröffnet, hat mit der neuen Uhrkerze gleich das neue Allzeithoch gemacht, lief dann sehr lange seitwärts. Und ja, da darf man jetzt gespannt sein, ob er morgen wieder mit einem Gap zur Oberseite, weil er hier ja auch einen Gap gemacht hat und die letzten Zeit immer wieder mal einen Gap. Ich sage immer, wenn der Markt das Hüpfen anfängt, so wie hier, dann ist das ein bullisches Szenario. Und der CCI geht hier in den mega bullischen Bereich hinein, also da könnte man für den morgigen Handelstag jetzt schon einmal ansetzen, weiter strong long. Auch die Indikatoren sprechen dafür, wenn wir hier das Währungspaar US-Dollar anschauen, das ist auf niedrigem Niveau nach wie vor. Das Gold zieht leicht an, ja, hat leicht angezogen, ist jetzt hier auf dem Niveau vom Freitag verharrt und steht hier kurz vor einem größeren Ausbruch eventuell zur Oberseite hin, aber wir haben nach wie vor einfach dieses 61er Fibonacci, 61,8. Und da schauen wir mal, hoppala, und da schauen wir mal, ob wir hier doch nachhaltig rüberkommen. Da gilt es jetzt auch einfach noch abzuwarten, um zu beobachten. Das WTI-Öl hat sich heute ja auch auf dem Freitagsniveau gehalten, ist an einem Widerstandsbereich, da wir ja hier diese Unterstützungsbereiche hatten, vor allem hier diese Schlusskurse und Eröffnungskurse, Schlusskurse. Und da sind wir jetzt genau in diesem Bereich und das könnte mal temporären Widerstand erzeugen zur Oberseite. Ein Umkehrsignal haben wir hier schon bekommen, ein 1, 2, 3 Tief hätte man mit dieser grünen Kerze long einsteigen können. Nach wie vor gilt jetzt zu beobachten, ob wir hier eventuell dann eine Trendfortsetzung, zur Trendfortsetzung braucht es jetzt erst einmal wieder einen Rücksetzer und aus diesem Rücklauf dann wieder eine Aufwärtsbewegung sehen zu können. Der VDAX New ist nach wie vor sehr tief und alle diese Indikatoren sprechen eigentlich aktuell nach wie vor, dass wir hier jetzt immer noch einen stabilen DAX sehen werden, auch wenn man es langsam nicht mehr glauben mag, aber es ist nun mal so.
Und man sollte sich diesem D-Zug, der hier doch richtig flott angerollt kommt, in Form von Dow Jones, S&P, Nasdaq und auch dem DAX, auch andere Indizes ziehen hier massiv an zurzeit, nicht entgegenstellen, weil es letztendlich dann nur Geld kostet. Also wenn man hier short konditioniert ist, einfach die Finger weglassen. Momentan nichts tun, bis ein ganz klares Signal kommt zur Unterseite. Natürlich denkt man als Shorthändler, Mensch, jetzt läuft er ja da und da und da findet er keine Anschlusskäufer bei diesem Hoch. Und dann versucht man wieder seinen Short. Es ist natürlich auch immer interessant, auf welcher Zeitebene man arbeitet. Wenn man im Minutenchart oder im Stundenchart arbeitet, kann man auch auf Short-Situationen profitieren. Wenn man hier aber längerfristig, wie ich zum Teil als Investor, agiert, dann sind es für mich Versicherungen und da ist es nicht ratsam, permanent reinzugehen, rauszugehen, reinzugehen, weil letztendlich kostet mich das dann Geld, weil das Risiko, dass ich hier auf der falschen Seite liege, natürlich überproportional größer ist, je mehr Trades ich mache und hier dann doch auch einmal den einen oder anderen richtig großen Verlust einfahren könnte. Das hier, VDAX, und ich wiederhole mich, alles ist nach oben gerichtet. Wir schauen hier noch den Xetra 1-Stunden-Chart an und dann gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, dann kann ich dieses Video beenden. Also hier ist auch der Zielbereich bei 13.932. Das kommt aus dieser A, B, C, D. Wir haben aus dieser Projektion 161er Fibonacci im Zielbereich bei 14.013 und aus einer größeren Projektion hier in der Lang- und Schwarz-Indikation bei 14.049. Das ist analog hier vom Xetra. Da haben wir natürlich ein bisschen andere Zahlen. Da haben wir hier das Ziel 13,8, hier haben wir bei 13,952 und hier bei 13.998. Was hier aber halt auffällig ist, hier Xetra, wir sind im Begriff, hier in das megabullische Szenario eintreten zu können. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Händchen für den morgigen Handelstag. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.